Mein Name ist Wissel Florian. Ich bin der Geschäftsführer der Zimmerer Wissel GmbH. Zimmerer Wissel besteht aus 2 Meistern, 6 Gesellen und 3 Lehrlingen. Die Nachfrage ist stetig gestiegen und um der Sache quasi gerecht zu werden, haben wir gesagt, okay, wir investieren in Maschinentechnik. Der erste Step war dann die neue Abundanlage der Firma Weinmann. Das war die DBZ, die wir gebraucht bekommen haben von netten Zimmerer-Kollegen. Haben dann auf der Messe in Stuttgart die Voltec M120 gesehen. Und da kamen wir ins Grübeln, ob das vielleicht auch noch eine Option wäre und ob das sinnvoll wäre, in diese Maschine zu investieren, ob uns das nicht auch ein ganzes Stück nach vorne bringen würde und würde uns in der Produktion weiterhelfen. War der Entschluss dann eigentlich ganz schnell klar und ich habe bei der Firma Weinmann erneut angerufen und habe gesagt, also wir müssten noch eine Maschine bei uns in die Produktion reinbringen, um die Sache rund zu machen. Und dann kam auch recht schnell der Außendienstmitarbeiter und hat sich unsere beengten Hallenverhältnisse vor Ort mal angesehen und hat aber gemeint, es wäre kein Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben uns auch für die Maschine entschieden, um unsere Mitarbeiter quasi in Zukunft halten zu können. Speziell ältere Mitarbeiter, die einen unheimlichen Erfahrungsschatz haben und wissen, dass die Jungen gar nicht haben können, aber die wir nicht mehr bis 65 auf den Knien rumrutschen lassen können, haben wir gesagt, okay, das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wir können mit einer Person Regelwerk auflegen, mit Hilfe unseres Vakuumhebers können wir mit einer Person dann auch die Platten auflegen und wenn das dann alles aufgelegt und nur fixiert ist, macht im Prinzip den Rest die Maschine komplett alleine. Das heißt, sie schießt das komplett vollautomatisch ab. Dann am Schluss wird außen die Außenkontur ausgefräst, die Fenster, die Türöffnungen werden ausgefräst. Wir dämmen auch mit Einblasdämmung, das heißt, die Einblaslöcher fräst auch die Maschine komplett vor. Das muss auch keiner mehr per Hand machen. Und natürlich zu einer unheimlich hohen Qualität und Geschwindigkeit, sodass wir ca. 35% Zeitersparnis hier gewinnen konnten. Und dadurch konnten wir unsere Produktivität von 6 Häusern pro Jahr mit demselben Team inzwischen auf 11 steigern. Wo es weniger auf die Zeit ankommt und mehr noch in Richtung Qualität ist, dass wir uns einen Holznagler auf die Maschine bestücken haben lassen. Und damit können wir quasi sichtbare, tragende und aussteifende Holzrahmenbauwände oder sämtliche Elemente eigentlich produzieren und das zu einer sehr, sehr hohen Passgenauigkeit. Ein wunderschönes Referenzobjekt ist eben eine frei tragende Treppe, die das ganze Haus ziert. Und das wurde alles in Kombination WBZ und Voltec M120 verwirklicht. Wenn wir jetzt sichtbare Holzelemente in die Innenwände integrieren oder einbauen, sei es auch diese Treppe, und man hat quasi auf den Millimeter genau die Wandabmessung, hat auf den Millimeter genau die Stufen, die wir einfräsen können, um so eine Treppe einzusetzen, oder eine Wanddurchführung für einen Außenkamin, für sonstige Anschlüsse, dann ist man mit der Maschine einfach unschlagbar, was die Genauigkeit angeht. Was da aus der Halle jetzt rauskommt und von den 2 Maschinen produziert wurde, das wird auf die Baustelle gefahren, das wird aufgestellt, das passt ganz einfach. Holz und Holzhäuser sind für mich Lebenseinstellungen, sind für mich Hobby, sind für mich meine Arbeit. Es ist einfach nachhaltig, es ist ökologisch, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Gestaltung und die Möglichkeiten im Holzbau sind nahezu grenzenlos. Und das Beste an der ganzen Sache ist eben, es ist nachhaltig und es ist auch recycelbar.